Ja, hallo Freunde. Ich melde mich heute von Olchon, einer Insel mitten im Baikalsee, die auch die Perle Sibiriens genannt wird. Wir sind hier umgeben von Wassermassen, von einem See, der halb so groß ist wie ganz Österreich. Und ihr seht hier, wie die Wellen gegen den Stein schlagen. Mein Bein wird hier, auf dem ich sitze. Schauen wir mal, ob man was sieht. Der wird hier umspült von den Wassermassen, die da auf ihn einprasseln. Und es erzeugt ein richtiges Donnern, wenn das Wasser so einen Stein aufschlägt und zwischen die Steine hineinrennt. Und während ich hier so sitze und die Szenerie beobachte und dieses eindrucksvolle Naturschauspiel auf mich wirken lasse, stelle ich mir unweigerlich die Frage, wie wichtig sind die Dinge in unserem Leben? Was ist wirklich wichtig in unserem Leben? Und was bilden wir uns nur ein, das wichtig ist? Und darüber möchte ich heute kurz reden, meine Gedanken mit euch teilen. Und ich denke mir, so wichtig das Internetmarketing ist und so gut es ist, dass wir dafür motiviert sind und uns Ziele setzen und zufriedene Kunden wollen und Geld verdienen wollen und guten Content erstellen wollen, eine gute Marketingstrategie haben wollen und so weiter und so fort. Noch viel wichtiger ist es, dass wir wissen, was wirklich zählt im Leben. Und das ist weder Geld, das ist nicht beruflicher Erfolg oder sonst was, sondern es sind Beziehungen. In erster Linie die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu unserem göttlichen Ich. Ich beispielsweise vertraue darauf, dass es ein höheres Wesen gibt, eine höhere Intelligenz, die dieser Welt einen Sinn gibt, zu der ich mich öffnen kann und der ich sage, hey, wenn es dich gibt, bitte zeig dich mir, bitte offenbare dich mir. Ich bete darum, ich mache das in Form. Ich habe das auch hier gerade auf diesen Felsen gemacht, indem ich einfach jeden Tag Hare Krishna meditiere, Mantra-Meditation mache. Das kann ich euch allen empfehlen. Aber es ist diese Beziehung zu uns, die zählt. Diese Beziehung zu unserem göttlichen Ich, zu unserem göttlichen Ursprung. Und in weiterer Folge die Beziehung zu unserer Familie, zu unseren Eltern, zu unseren Kindern. Das sind die Sachen, die unserem Leben wirklich Wert geben. Und Geld und beruflicher Erfolg sind nur Mittel zum Zweck, um diese Dinge zu erreichen. Und während ich auf dieser Reise bin, merke ich, wie unscheinbar wir eigentlich sind. Und wie wichtige Ziele, die uns so wichtig erscheinen, im Endeffekt sehr wenig Bedeutung haben im Vergleich zu dem gigantischen Ausmaß dieser Welt. Wir sind alle nur kleine Ameisen, hier in diesem Ameisenhaufen der Menschheit. Und wir tun gut daran, auch diesen Platz zu erkennen und zu sehen, dass wir als Menschheit nur Erfolg haben können, wenn wir zusammenarbeiten als ein Ganzes. Und auch in unserem Leben werden wir nur Erfolg haben, wenn wir uns mit den Menschen in unserer Umgebung arrangieren, zum einen und zum anderen wirklich am besten auf Beziehungen aufbauen. Das heißt nicht, dass wir zu allem Ja sagen müssen, aber das heißt, dass wir offen sein sollten für Beziehungen. Und was ich euch hier erzähle, sage ich in erster Linie auch zu mir selbst. Und ich denke mir, wenn wir erfüllte Beziehungen haben, gute Freundschaften und auf das unsere Priorität legen, dann haben wir auch so viel mehr Energie, um dann, wenn es darauf ankommt, dass wir Geld verdienen, dass wir ein gutes Business aufbauen, dass wir dann auch die Stärke und die Kraft und die Motivation haben. Und wie ihr wisst, sind genau diese Dinge, wie Ausdauer und Motivation, einen Sinn in etwas zu sehen, die entscheidenden Dinge, dass man Erfolg hat. Weil das Marketingwissen könnt ihr euch aneignen, die Strategien könnt ihr lernen, die Technik könnt ihr lernen, aber die Motivation und die Energie, die müsst ihr von woanders bekommen. Und die bekommt ihr genau daraus, dass ihr euch mit euch selbst beschäftigt und eurem Leben die richtigen Prioritäten setzt. Also ich kann nur zu euch und zu mir sagen, kümmert euch um euch selbst, um eure Freunde, um eure Familie, kümmert euch um eure Gesundheit, esst die richtigen Dinge, nehmt euch Freizeit, nehmt euch Zeit für euch selbst, geht auf Reisen, wenn ihr raus wollt, geht nach innen, ist genauso wichtig. Und lebt ein erfülltes und glückliches Leben. Und dann werden die richtigen Dinge, die richtigen Ideen, mit denen ihr Geld verdienen könnt, mit denen ihr euch ein gutes Leben machen könnt, ganz von selbst zu euch kommen. Und mit dieser etwas anderen Einsicht oder Folge verabschiede ich mich heute von euch und wünsche euch noch einen richtig guten Tag. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir eure Kommentare zukommen lässt, denn das ist ein Thema, das mich selbst sehr bewegt und da freue ich mich natürlich, von euch zu hören. Also ciao und bis zum nächsten Mal.